Am 21. September wird das Freihandelsabkommen CETA, ein Abkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union, vorläufig in Kraft treten. Dieses Abkommen schafft Sonderrechte für Konzerne, ist ein Angriff auf die Demokratie, gefährdet Umwelt, Verbraucherschutz und Sozialstandards. Deshalb lehnen wir als Linke dieses Abkommen ab. Wir wollen als Linke im künftigen Bundestag dafür sorgen, dass dieses Abkommen, dieses Freihandelsabkommen, das Sonderrechte für Konzerne schafft, endgültig gestoppt wird. Und ich verspreche, sollte ich in den Bundestag gewählt werden, werde ich gegen dieses Freihandelsabkommen stimmen.